Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Yoseko und wir sind zurück bei Captain of Industries und wollen uns heute hier mal ein paar Problemsituationen kümmern, die wir nämlich hier haben, und zwar Nahrung. Also wir haben jedes Mal, wenn wir anfangen, Probleme, ne? Davon mal abgesehen, aber alles in allem läuft es doch gerade ziemlich gut. Kurz einen Überblick verschaffen, das hatten wir ja gemacht, die Forschung, die rattert durch, Schiffsbrücken 3 ist gleich erforscht, unser Schiff steht auch hier und kann eigentlich mal losfahren und sich das nächste Schiff holen. Wieso geht das nicht? Nicht genügend Besatzung. Ich wusste, dass die Sache einen Haken hat, aber wir haben genug Arbeiter. Passt. Und jetzt Abfahrt. Nächstes Schiff gehört uns. Als nächstes will ich eine weitere Ölbohrinsel haben, damit wir eine Lösung haben, wenn die andere keine Lust mehr hat. Okay, das funktioniert. So, während das Schiff unterwegs ist, da werden wir darauf achten, wann es zurückkommt, haben wir sehr, sehr viel erforscht. Das kann jetzt mal alles gelöscht werden. Die meisten Sachen davon haben wir ja schon gebaut. Die Forschung ist gleich durch. Und ich bin zufrieden. Okay, Schiff ist bereits angekommen. Das heißt, wir rufen es sofort zurück. Ab nach Hause mit dir. Und damit haben wir theoretisch gleich 4 Schiffe. Das dauert noch einen Augenblick, dann ist das repariert. Und Abfahrt erledigt. Und das Schiff ist unterwegs. 4 Stück können wir haben. Gut, dann gucken wir mal eben nach. Und zwar, was wird jetzt als nächstes befüllt? Und zwar würde ich jetzt gerne mal die Ölbohrinsel machen. Genau. 300 Stück. Die müssten wir auch fast schon zusammen haben. Das sollte also sehr schnell funktionieren jetzt. Ich habe mich dazu entschieden, die zuerst zu machen. Diese müssen wir aufpassen. Zuerst zu machen, weil wir jetzt hier erstmal anfangen, wir müssen wieder ein bisschen Stahl einzulagern. Ja, diese... Ich sehe wirklich das Problem eher darin, dass wir... Okay, Öl kriegen wir gerade gut rein. Dass es nicht mehr ausreicht, dass dieses eine Schiff das alles hier hinbringt. Ich weiß aber auch nicht, warum wir so unglaublich viel gerade davon verheizen. So, Rohöl. Für sich funktioniert es ziemlich gut, ne? Als wäre da irgendwie sowas drin gewesen. Auch hier füllt sich der Schwefel übrigens wieder. Hühnerfarm, nicht genügend Futter. Ja, kein Problem. Kraftstofftankverbesserung wird für unser Schiff das nächste sein, was wir erledigen. Müsste auch recht schnell gehen. Danach kommt die Schiffspanzerung. Alles wird eingebaut und damit sind wir dann happy. So, nein, ich wollte nur zurück zu meinem Schiff. Das steht hier unten. Und hat schon die 300 Fracht an Bord. Wir werden jetzt hier einmal auf die Schiffsbrücke gehen und werden mal gucken, was die denn so kostet. Und ich sehe eine Summe von 800 Stahl. Interessanterweise haben wir alles andere genug. Wir werden aber Besatzung 90, wenn ich das ausbaue. Und die 90 Besatzung ist so eine Sache für sich. Dafür hätten wir eine Kampfkraftwertung von 480. Jetzt sind wir bei 430. Gut, das macht halt schon einiges aus, ne? Wir starten erstmal zu der Ölbohrinsel. Die hier wollte ich einnehmen. Dadurch, dass wir so viel transportieren, der kommt nicht mehr wirklich hinterher. Und ich hoffe ein bisschen darauf, dass wir dann keinen weiteren Hafen brauchen, sondern dass einfach ein zweites Schiff losfährt. Wir haben ja 4 Stück. Und das uns da unterstützt, um das Rohöl hier anzuliefern, weil das ist schon wieder komplett leer. Wir verheizen das also so schnell, dass Öl sonst ein Problem wird. Das Schiff hat keine Befehle. Wir warten mal hier, vielleicht können wir ein bisschen Rohöl mitbringen. Gucken wir mal. Dampfturbine macht Probleme. Bergbaugebiete, die nicht zugeordnet sind, machen Probleme. Okay, sind 624.000 insgesamt und du hattest dieselbe Summe, okay. Vielleicht sollte man das ein bisschen upgraden noch. Auf welcher Stufe ist denn dieses hier? Das ist sogar auf 6. Okay, okay. 29 Arbeiter fehlen. Ja gut, weil die jetzt hier drauf auf der Ölbohrinsel arbeiten, ne? Weißt du was, komm. Nimm dir die 90... Oder, ach,
Ob es jetzt zu Hause steht oder ob es hier steht, macht eigentlich auch keinen großen Unterschied, ne? So, wir werden hier eintragen. Du darfst anliefern. Machen wir das als nächstes oder machen wir als nächstes eine... Ne, wir holen als nächstes die Siedlungsverbesserung. Das sollte nämlich recht zügig funktionieren. Und ich brauche eigentlich die Arbeiter doch zu Hause. Pass auf, Schiff. Du darfst Fracht laden und dann kommst du bitte nach Hause. So. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt hier eventuell mehr Schiffe haben, die hier Diesel und sowas mitbringen. Weil er könnte ja jetzt auch anders eigentlich zu der anderen Ölbohrinsel fahren. Die sind ja jetzt nicht an irgendeine gebunden oder so. Na, die können ja frei sich entscheiden, wo sie hinfahren. So. Diesel ist auf 450. Das ist natürlich nicht viel. Das Schiff ist voll. Entscheidet sich aber nicht dazu, den anderen anzufahren. Was sehr schade ist. Weil, obwohl, warte mal, wenn der nicht voll ist, ne, dann ist das gar kein Wunder, dass er das nicht macht. So, pass auf. Mannschaft entlassen. Nein, Mannschaft zuweisen. Wir brauchen sie doch, weil wir haben die Konstruktionsteile für die eine Siedlung. Welche war denn das? Die nicht, oder? Die hier war das. Der wartet hier auf die Auslieferung. Fracht ausliefern, dann haben wir diese angeschlossen und könnten Schwefel kaufen für den Notfall. Und vor allen Dingen, wenn wir noch ein bisschen weitermachen, den Ruf dann auf die nächste Stufe, können wir hier Elektronik kaufen, was wiederum gut ist, dass wir dann nämlich unsere, sagt schnell, unsere großen LKWs weiterbauen können. Das ist natürlich sehr praktisch. So, ansonsten, wer will schon saures Wasser kaufen? Wofür? Andersrum, saures Wasser an die loszuwerden, darüber könnten wir reden. Na gut, ich warte darauf, dass ich das Schiff zurückschicken kann, damit ich die Leute zu Hause habe. So, Fracht wurde geliefert, wir wollen aber nichts kaufen und fahren erstmal wieder nach Hause mit dir. So, das hätten wir. Dann machen wir wo weiter? Schiffsbrücke 3 ab. Achso, das hatten wir ja gerade erst. Die waren wir. Starten wir es? Starten wir den Ausbau. Dann brauchen wir immer 90 Leute. Was würde uns das denn bringen? Wartet mal. Wenn wir 480 haben, dann kommen wir daran vorbei. Dann kommen wir daran vorbei. Wobei, und das ist Uran. Das wäre eine Überlegung wert. 480 heißt, das schlagen wir. Das schaffen wir. Wir können den Schatz bergen, also wir können die ganze obere Ecke bergen. Wir können hier das angreifen. Das kriegen wir. Das kriegen wir nicht. Dann kriegen wir hier unten den Kalksteinbruch frei. Und wir würden hier das Quarzbergwerk nicht. Also okay, die 480, wir entlassen die Mannschaft erstmal, die würden uns doch viel bringen. Also wir starten den Ausbau unserer Schiffsbrücke. Weil, wie gesagt, wenn wir die ganzen Gebäude da einnehmen können, dann bringt uns das halt doch schon einiges, würde ich sagen. Was sagt denn jetzt unser Diesel? Der geht auf jeden Fall hoch. Legt hier wirklich nur ein einziges Schiff an. Ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt geht der Diesel halt wieder runter, ne? Wir brauchen, glaube ich, den zweiten Hafen für Öl. Der schafft das nicht über einen Hafen. Da wäre jetzt zu überlegen, ob wir den hier umstellen auf Öl. Einfach nur, weil er in der Nähe ist. Weil das mit dem Aufschütten, da passiert auch nicht so viel. Aber das Loch ist fast zu. Das ist natürlich heftig. Wo haben die das ganze Zeug her? Das ging irgendwie viel zu schnell. So, unser Schiff, ja, wartet schon wieder, dass es losfährt. Haben wir irgendwas? Fällt mir gerade ein, woraus wir immer Diesel produziert haben, was jetzt nicht mehr ist. Nö.
Wir könnten, das fällt mir auch gerade noch ein, wir haben ja jetzt auch noch hier Cracking freigeschaltet für, oder kommt das noch, dass wir Schweröl hier, doch, wenn wir das hier machen, dann könnten wir auch Diesel aus Schweröl machen. Oder Rohbenzin aus. Was ist denn sinnvoller? Oder kommt es auf selbe hinaus? Ich glaube 24 Diesel, ne? Und dann ein bisschen verheizen nur. Ja gut, das steht auf mit Power, ne? Ah. Ich gucke mal kurz was. Und zwar. Gut, der hat noch nicht so viel drin, dass es ein Schiff dass sich ein Schiff lohnt. Wobei der gerade losgefahren ist, fährt er vielleicht doch hier hin. Das werden wir sehen. Ich werde es definitiv auch beobachten. Das, was ich am liebsten tue. So, wir haben. Achso, ich dachte gerade, wir haben doch 180 schon. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch 620 Stahl. Das ist eine Hausnummer, würde ich sagen. Bevor wir hier weiterkommen. Und da im Moment alles in die Wartung reingeht an Stahl, was übrig bleibt. Wollen wir das mal kurz anhalten, das Band? Dann werden wir zwar aus den normalen Teilen nur die Wartung herstellen. Aber das sollte ja eigentlich auch ausreichend sein. Ich meine, klar, Stahl ist immer cool, aber was auch cool ist, wenn man genug Lebensmittel hat. Warum haben wir so wenig? Hier fehlt auf jeden Fall Kartoffeln. Laufen die so schlecht? Du hast alles, was du brauchst, ne? Nee, Dünger hast du nicht. Der Dünger ist vielleicht das Problem. So, du hast Dünger voll, du nicht. Kommt immer nur so ein bisschen an. Wir sind gerade Kartoffeln fertig geworden. Die werden auch gerade ausgelagert. Ja, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Das ist echt ein Problem. Wir könnten mehr Dünger produzieren, obwohl wir haben hier noch. Ja, super wenig. Wie viele Arbeiter brauchen wir denn? 3, 6, 11. 18. Und bis wir das gebaut haben, vergeht halt auch eine ewige Zeit. Dünger 1. Hatten wir nicht eben... Alt, Dünger 1 soll bleiben. Ich meine... Warte mal. Ich hatte bei Dünger 1 eben was gesehen gehabt. Genau, Ammoniak. Ammoniak und Stickstoff. Wie kam ich darauf? Wie kam ich darauf, dass ich Ammoniak zu viel habe? Saures Wasser, ne? Ja, aus saurem Wasser mache ich Ammoniak. Und ich brauche Ammoniak für... Genau. Ich könnte saures Wasser wirklich umwandeln. Dann hätte ich noch mehr Schwefel und wandle den Ammoniak dann mit dem Stickstoff um in Wasser. In Dünger. Und zwar hier im großen Stil, das 24er Chemiefabrik 2. Jetzt fällt mir aber auf, wir müssen mit dem Schwefel auch ein bisschen aufpassen, denn wir scheinen jetzt wieder einen Wendepunkt in die falsche Richtung zu haben, dass wir nicht zu wenig Schwefel haben, sondern dass wir zu viel haben. Und Sohle wird gerade auch weniger, dafür hält sich das Wasser. Hier wollten wir Chlor herstellen. Wir haben also noch super viel zu bauen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie wir eventuell Wasser loswerden. Und danach muss ich mir überlegen, wie ich Schwefel loswerde. Nein, rechte Maustaste würde das löchern. Ich brauchte Schwefel für so viele Sachen und habe es nie gemacht, weil ich da Angst hatte, dass ich keinen Schwefel mehr habe. Wo ist er denn? Da unten. Ich könnte ihn einfach nur für Dampf verwenden, dass wir mehr... Nee, da kommt das ja raus. Ich will ihn ja verwenden, ich doof. Wir könnten daraus 30 Dünger herstellen. Mache ich denn das überhaupt nicht mit Schwefel aktuell?
Schlacke auf gar keinen Fall. Wegschütten auf gar keinen Fall. Okay, Schlacke verbraucht halt das meiste, ne? Dann bleibt danach nur noch Säure, die viel verbraucht. Aber wir müssten ja auch jetzt, ich weiß nicht, ob das schon mit berücksichtigt ist, wir müssten ja jetzt hier auf jeden Fall mehr verbrauchen, weil wir ja auch einiges hier verheizen jetzt an Säure, die da durchgeht. Brauchen wir diese Leistungssteigerung überhaupt noch? Schaden tut sie nicht, aber ich entferne sie mal. Ich möchte halt wieder ein bisschen Einigkeit bekommen. Dann, warum ist hier eine Leistungssteigerung drauf? Tschüss. Goldene Teile sind voll. Leistungssteigerung. Tschüss. Oh, die Teile sind auch voll. Leistungssteigerung. Tschüss. Die beiden bleiben. Stahl bleibt. Brauchen wir einfach zu viel für aktuell. Dann gucken wir nochmal nach. Was haben wir hier erreicht? Wir haben jetzt 300. Nicht mal die Hälfte. Aber die Kraftstoffverbesserung ist auch schon auf dem Weg. Dann gucke ich mal. Jetzt meine ich nämlich, dass wir da... Ne, wir haben hier kein anderes Rezept. Hier auch nicht. Die könnten wir aber mal upgraden bei Zeiten. Ich guck mal eben nach hierüber, was wir mit Säure so anstellen können. So. Aktuell noch nicht sehr viel. Aber wir haben bald Morphin. Und wenn wir in Gold anfangen... Oh, hier brauchen wir richtig viel Säure. Also das Schwefelding wird auf jeden Fall noch heftig werden. Dann gucken wir doch mal. Also die zwei forschen wir noch. Danach kommt das Wasser und dann sind wir eigentlich so weit mit den wichtigsten Sachen durch. Diese Statue der Wartung. Eine Statue, die nicht nur den Wert ihrer Insel demonstriert, sondern auch dazu dient, ihren industriellen Erfolg zu zelebrieren. Sie hat solch einen positiven Effekt auf ihre Bevölkerung, dass sie den Wartungsbedarf ihrer Insel um 5% senkt. Um diesen Bonus zu gewährleisten, benötigt die Statue eine kontinuierliche Versorgung mit Brenngas. Wenn Sie allerdings Ihre Statue nicht warten, erhalten Sie einen negativen Effekt. Nichts anderes würde Ihre Arbeiter mehr demotivieren, Wartung durchzuführen, als eine kaputte Statue der Wartung zu erblicken. Sie können die Statue mehrmals bauen, sollte es ihr Wert erlauben. Sie erhalten den Bonus aber nur einmal. Boah. Das ist natürlich jetzt heftig, ne? Weil auf der einen Seite ist es echt gut, wenn wir so haben. Jetzt weiß ich aber nicht, wie hoch die Kosten dafür sind. So, ich meine, wenn die jetzt hier pro Sekunde 20.000 brauchen würde, dann wäre das ein Problem. So, weil wir haben ja ein bisschen Brenngas und das wird ja auch immer mehr. Und könnten die theoretisch bei den Biogasanlagen einfach dazwischen stellen, wo wir den Dreck wegmachen. 5% weniger Wartung, das wäre natürlich heftig, weil wir damit unglaublich viel einsparen. Also wir sollten das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, die zu bauen. Nun ist die Frage, klappt das? Ich habe auf jeden Fall mir überlegt gehabt, das ist ja schon vor einer Weile, dass wir diese Tanks immer runterbauen. So, weil wir haben ja super viel Schlacke, oder hier diesen Schlamm, den wir eh produzieren. So dass wir da eigentlich sogar zwei Anlagen mit befüllen könnten. So, das heißt, wir werden hier in beiden Fällen den Schlamm zu Erdgas machen. Wenn wir jetzt die Statue bauen würden, dann wäre das natürlich auch praktisch. Den Kompost haben wir eine Möglichkeit, den hier oben irgendwie drauf zu schütten. Das ist Tierfutter. Wo brauchen wir denn Kompost? Da. Das heißt, der kommt aus den beiden Sachen hier raus. Wir müssten also eine Lösung finden, wie wir hier noch auf dieses Band Kompost drauf kriegen. Kompost ist Schüttgut. Das heißt, ich baue das hier mal hin mit Kompost. Dann brauche ich dieses kleine Bändchen. Das nehmen wir mal von hier und gucken, dass wir da irgendwie oben... dass wir da so drauf kommen. Sehr schön. Passt. Du, Kompost, voll halten. Das passt. Dann müssen wir nur gucken, wann wir das bauen. Dann gehen nämlich diese Drecksanlagen einfach mal nach unten.
Und das Brenngas werden wir dann dafür nutzen, um diese Statue später zu bauen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch einen kleinen Tank für das Brenngas. Wir haben super viel noch zu bauen, Leute. Lager mit Flüssigkeit. Und hier können wir dann entscheiden, ob wir anliefern oder abgeben. Ja, warte mal. Machen wir das so? Doch, das reicht so. Wir kommen da ja auch so dran. Einzeichnen, bauen. So. So. Okay. Das muss auch noch gebaut werden. Wir haben hier unten, das soll gebaut werden. Das soll gebaut werden. Das da hinten ignorieren wir. Und das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehr viel zu tun. Da ist der Ausgang für die Schrottteile, damit wir die hier dran kriegen würden. Aber das können wir weiter mit dem LKW machen. Aktuell sind unsere LKWs ausgelastet. Den Kraftstofftank haben wir auch gleich. Und wie weit sind wir hier? 520. Das könnte diese Folge noch funktionieren, dass wir das fertig bekommen. Es ist natürlich die Frage, der Kraftstofftank dann dazu, ob wir den auch noch vorher einbauen, um dann auch safe alles erreichen zu können. Nicht genügend Futter. Was? Immer wieder diese gleichen Probleme. Und da wollten wir ja eh mal gucken, wie wir das am geschicktesten umleiten. Wir bekommen ja auch viel Futter durch diese Bäcker. Da ist die Überlegung. Wollen wir einfach mal versuchen, hier gleich einen Bäcker zu bauen, dass wir darüber auch nochmal zusätzliches Tierfutter bekommen. Denn der braucht ja eigentlich nur Weizen. Das heißt, eine Farm mit Wasser, die sich hauptsächlich um Weizen kümmert, dass der einfach immer mal wieder kurz ein bisschen was baut. Denn Wasser geht ja hoch. Pass auf. Die Farm. Die können wir mal einfach mal drehen. Dann setzen wir die einfach mal hier neben. So, dass er da mit dem LKW noch durchkommt. So, die hätte dann als Aufgabe Weizen, Erholung mit, nee, ohne Wasser, sogar ohne Wasser, Weizen, Erholung. So, und dann bekommt die ein U-förmiges Förderband, dann wird hier Weizen angeliefert. Das andere wird gar nicht besetzt, weil machen wir nicht. Dann brauchen wir hier noch ein kleines Wasserröhrchen. So, so. Aber warte mal, wir müssen da noch ein bisschen weiter. Bis hier. Und dann connecten wir das da. So, das kleine schalten wir frei. Das wäre ja eigentlich dann eine Möglichkeit, um hier nochmal ein bisschen Tierfutter reinzukriegen. Damit lösen wir dieses Problem. Haben also immer genügend Hühner, die wir dann auch in die Schlachtung geben. Plus zusätzlich haben wir dann nochmal ein bisschen Brot. So, das macht 16 und der produziert auch 16. Ja, das geht genau auf. Pass auf. Weil wir haben ja eh super wenig Brot. Einmal so. Das können wir mal eben freigeben. Wir haben auch super viele Teilchen, die das machen können. Jetzt das Problem. Okay, doch. Mit der Brücke, das würde auch funktionieren. Wir lassen das mal bauen. Dann lassen wir das mal bauen. Wir haben ja gerade eh Arbeiter. Das darf gebaut werden. Das darf gebaut werden. Ja, ich muss das einzeln machen, sonst bauen wir wieder Teile, die ich nicht bauen will. So. Und so. Dann brauchen wir das hier noch. Das kann auch gebaut werden. Die Farm kann gebaut werden. Und hier noch das Wasserrohr. Gut, dann schauen wir mal, das wird eine Weile brauchen, ob das mit dem Tierfutter dann funktioniert, weil wenn ja, können wir erst recht hier hinten das wegreißen.
Außerdem, unsere Gesundheit ist sowieso top. Es kommt immer mal wieder ein bisschen Nahrung an. Das war mal viel, viel mehr. So, Forschung ist übrigens durch. Wir sind extremst ausgelastet. Wir könnten eventuell noch den ein oder anderen kleinen LKW bauen. So, den hier. Wir haben übrigens wieder über 1000 Diesel. Was ist da passiert? Warum haben wir jetzt wieder so viel Diesel? Ich finde es gut, ja, aber wie kommt's? Oh, die fahren wirklich die andere Insel auch an. Damit kriegen wir eine doppelte Ölproduktion. Noch. Die eine ist nämlich gleich leer. So, das Schiff ist nicht besetzt. Wir brauchen noch 80 Stahl. Und der Kraftstofftank, den kann ich gar nicht anklicken. Und das Rohöl sind wir auch nicht losgeworden. Das blockiert den Hafen. Zack, nächstes Schiff. Eins nach dem anderen. Immer weiter. Macht das. Ich möchte auf jeden Fall jetzt den Stahl haben. Jetzt wären noch 60. Also es geht doch recht zügig, muss ich sagen. Schade, dass jetzt hier gerade nichts drin ist. Die haben jetzt auch natürlich unglaublich viel zu tun gerade. Dass das hier alles auch... Was? Das ist schon fast fertig. Wie habt ihr das denn so schnell gemacht? Ich bin zufrieden. Klar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, wenn ich da oben bin, noch alles blau, ne? Und von wegen, ja, zack, alles fertig. 60 haben wir. Das dauert nicht mehr lange. Das befindet sich noch im Upgrade. Das lassen wir mal so. Ich würde gerne trotzdem das unreine Kupfer hier noch loswerden. Hier, das läuft. Wäre natürlich auch cool, wenn wir das über Ethanol lösen würden. Auf jeden Fall sollte ich nochmal schnell nach dem Schwefel gucken, denn der ist voll. Das ist ein Problem. Und zwar gleich ein richtig, richtig großes. Deswegen Verbrennungsturm mit Prio. Dann hier einmal. Wieso geht das schon wieder nicht? Jetzt mal im Ernst. Wieso kann ich das da jetzt nicht hinbauen? So, nein, ich möchte dieses Förderband nehmen. Er erkennt das nicht als das Richtige an. Du darfst nochmal nichts verbrennen, außer Schwefel. So. Und dann auch LKW-Import an. Das Ding liegt, ist vielleicht im Weg. Wobei, wir haben hier gerade 18 Wasser drin. Ist egal. Weg damit. Und zwar zügig. Aber das müsst ihr machen. Ich kann das nicht. Jetzt haben wir hier gefühlt sonst ein Problem. Ach bitte, jetzt macht das Ding doch weg. Ach, ihr wisst nicht, wohin die goldenen Teile oder was? Die weißen meine ich. Bitte. Bitte, ein LKW. Scheitert es schon wieder daran? Pass mal auf, wir waren ja hier eins auch umschütten, ne? Die 12 sind immer noch drin. Ich habe das ja schon fast erwartet. Jetzt sagt mir nicht, dass wir die 15 Teile nicht wegkriegen. Ey. Jetzt staut sich nämlich hier drin wieder der Dampf. Also gleich die Abgase, weil wir die auch nicht loswerden. Und deswegen läuft wieder alles nicht weiter und wir geraten dann in das nächste Problem. Eine Schiffsmodifikation wurde abgeschlossen. Eieieiei. Ein kleines Kriegsschiff haben wir, würde ich sagen. Der Kraftstofftank war das nächste. Der kostet 300 Stahl. Check. Starten wir. Da, das ist weg. Okay. Seht ihr, war alles kein Problem.
So. Und schnelle Lieferung. Darf gebaut werden. Abfahrt. Ich muss nur darauf aufpassen, dass ich das dann immer wieder ausmache. LKW Import aus. Und wir werden hier kohlendioxidlos. Langsamer als wir könnten, aber wir kümmern uns da noch drum, dass wir das auch upgraden. So, jetzt ist das Problem, eventuell, dass wir Sohle loswerden, weil wir produzieren nichts, dadurch, dass das Wasser voll ist. Das bedeutet, um dagegen anzustänkern, werden wir mal noch Wassertanks brauchen. Lager, dann nehmen wir uns mal hier so einen mittleren. Da haben wir ja zum Beispiel hier eine sehr große Wasserproduktion. Wir setzen den einfach mal so hier hin. Der soll dann Wasser. Dann brauchen wir ein Röhrchen. Dann nehmen wir auch das hier. Und dann gehen wir hier rein. Das heißt, nee, andersrum. Das ist falsch. So machen wir das nicht. Wäre blöd. So, pass auf. Wir pausieren kurz. Nehmen das Stück raus. Machen wir eine schnelle Entfernung. So, ich hätte gerne... Oh, shit. Ich hätte gerne ein bisschen Einigkeit. Du gehst mal hier hin. Dann kopieren wir uns das Rohr. So. Du hast eine Top-Prio. Wir haben die goldenen Teile. Dann kann das gebaut werden. So, und zwar, Prio ist unten. Danach wird der Tank dazu geladen. Das darf auch, sogar bei Schnelllieferung ginge das. Dann werden wir die Ecke freigeben, komplett. So, pass mal auf. Weil das Rohr hat ja hier oben eine Prio mit dem Reinlaufen. Und wenn hier unten nichts mehr durchläuft, dann soll er aus dem Wassertank das Wasser rausziehen. Damit entlasten wir noch mehr hier die Grundwasserpumpen. So. Muss jetzt noch gebaut werden. Hier werden wir dann auch einen... Das überlege ich gerade. Also hier lang ist keine Brücke. Es gibt keine einzige Brücke. Das bedeutet, dass ich da sogar einen großen Großlastwagen bauen könnte. Der braucht natürlich jetzt dann die Bauteile, weil die Elektronik, aber die kann ich mir diesmal sogar kaufen. So, wir starten das mal. Und der soll dann das Wasser nachher als festen Auftrag hier hinbringen. So, immer voll halten. Ja, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das funktioniert. So, dann Schiffspanzerung ist auch gleich durch. Wie sieht denn das mit dem Tank aus? 120 noch. Ich denke, dass wir auch auf die Forschung der Schiffspanzerung warten, bevor wir den Krieg anfangen. Einfach nur, damit wir nicht so hohe Verluste einstecken. Weil wir müssen das Schiff danach reparieren. Das könnte ja wieder Ewigkeiten dauern. Wir kennen das Spielchen ja schon aus der Vergangenheit. Und wenn wir das dann ein bisschen optimierter haben, ist das, glaube ich, ganz gut. Was forschen wir denn danach? Da war doch was. Und zwar genau das mit dem Wasser. Und im Anschluss holen wir uns dann hier diese Statue der Wartung. Die Schiffspanzerung ist ja eh gleich durch, ne? Und dann würde ich sagen, haben wir eigentlich nicht mehr viel, was es zu forschen gilt. Also nichts Wichtiges mehr. Dann werde ich den Auftrag geben, dass wir das erforschen, dass wir mehr Fahrzeuge bekommen, dass wir alle Forschung durch haben. So. Ich weiß, das hatte ich vor Jahren schon mal eingestellt. So. Fürstenproduktion. Da können wir mal gucken, dass wir die hinkriegen. So, die Reihe ist durch. Dann eine Verordnung, die wir sowieso nicht brauchen, ist durch. Ich glaube, die meisten Sachen könnte man auch einfach weglassen. So, hier fehlen noch die Haushaltswaren. Da könnten wir uns dann auch mal drum kümmern, wie wir das regeln. Und wer hätte das gedacht? In Auftrag geht die nächste Konstruktionsstufe.
die ist gesperrt. Heißt das, dass wir im Spiel noch nicht so weit sind oder müssen wir dafür was entdecken? Das ist die Frage. Vielleicht ist das noch nicht freigeschaltet. Ja, da steht gesperrt drunter. Es kann gut sein, dass wir damit so ziemlich am Ende angekommen sind, dann, wenn wir die Forschung durch haben. Das werden wir aber sehen, wenn es soweit ist. Für mich geht es auf jeden Fall weiter in der nächsten Forschung. Am nächsten Tag. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Yuseko.